Herzlich willkommen bei Robert Franz Gesundheit TV. Ich habe heute bei mir als Gast Oliver Kühr, der Regisseur von Citizen Animal. Ganz wichtiges Projekt für uns beide. Ihr werdet erfahren, um was es geht. Hallo Oliver, Hallo Robert. jetzt sehen wir uns das erste Mal. Wir haben uns telefonisch ganz schwer erreicht. Die Verbindung hat sich immer unterbrochen, aber jetzt stehen wir gegenüber, beide für etwas, für ein neues Projekt, vielleicht mehr Projekte, die wir zusammen machen. Ich stehe voll dahinter. Kannst du uns mal erzählen, um was es geht, oder? Es geht in Citizen Animal um die Frage, warum sagen wir immer, es ist ja nur ein Tier? Und dieses, es ist ja nur ein Tier, ist nicht nur in unseren Köpfen, das steht auch in unseren Gesetzesbüchern so drin auf dem ganzen Planeten. Und wir als Familie, wir sind die Pegasus-Familie, wir haben vor 2 Jahren beschlossen, dass wir die Welt besser machen wollen, damit unsere damals 1,5 Jahre alte Tochter auf einem Planeten leben kann, der besser ist als derjenige, wie sie ihn jetzt gerade vorgefunden hat bei ihrer Geburt. Wir sind also losgezogen, haben verschiedene Projekte gemacht und wollten dann eigentlich Anfang diesen Jahres wollten wir mal 2 Monate Urlaub machen in Südspanien. Haben gesagt, komm, wir haben Wohnmobil, es ist Januar, es ist kalt in Deutschland, wir sind irgendwie auch alle überarbeitet, wir fahren jetzt mal nach Südspanien, machen da Urlaub. Oh ja, super. Aber auf dem Weg dahin, habe ich gesagt, da liegt in Nordspanien so ein kleines Dorf, das heißt Trigueros del Valle. Die haben vor 2 Jahren ihren Hunden und Katzen Bürgerrechte verliehen. Und da können wir uns das ganz kurz angucken und einen kleinen 2-Minüter drehen, so ein kleines Filmchen, so als Fingerübung für uns. Und dann fahren wir in Urlaub. Oh ja, so machen wir das. Und wie es dann halt so ist, wir waren in dem Dorf, wir kamen da nicht mehr weg, wir haben noch ein Interview gedreht, noch eins und noch eins. Und fanden irgendwann diesen ganzen Sachverhalt auch so interessant und auch so wichtig für diesen Planeten, dass wir gesagt haben, komm, der Urlaub wird wieder gestrichen, machen wir wieder keinen. Es ist viel wichtiger jetzt, dass wir einen Dokumentarfilm machen. Zum Thema Tierrechte. Warum eigentlich haben die Tiere weniger Rechte als wir und wer hat das entschieden? Und wir haben über die Wochen und Monate haben wir insgesamt 30 nationale und internationale Sprecher zusammenbekommen, die uns eben geholfen haben, dieses Thema besser zu verstehen. Ja, du weißt, ich habe selber Tiere und ich habe gleich gehört im Projekt mit dem Dokumentarfilm, wo ich gesagt habe, ja, ich mache das. Aber so, ich sage, heutzutage in Deutschland ist noch immer Tier eine Sache. Finde ich nicht in Ordnung und darum will ich mit dem Projekt auch verknüpfen, dass wir es schaffen, dass wir in Deutschland, Österreich die Tiere nicht mehr zur Sache werden lassen, sondern ihnen die Rechte geben, genau wie du sagst, den Tieren. Ich habe gehört, du hast auch in den Filmen, da reden keine Menschen, sondern die Tiere haben Stimmen. Ja, wir haben den Tieren eine Stimme gegeben. Das macht eine Schauspielerin aus Berlin, die Bella Krieger. Die stellt im Namen der Tiere Fragen mit einer menschlichen Stimme. Und die Menschen müssen auf diese Fragen dann antworten. Also sie fragt beispielsweise, wie viele von uns Tieren waren denn dabei, als ihr die Tierschutzgesetze geschrieben habt? Und da muss der Interviewte muss zugeben, da war kein einziges Tier dabei, weil das die Menschen unter sich ausgemacht haben. Ja, aber ich habe gehört, du hast auch verschiedene Persönlichkeiten in deinem Film, dass es die Leute halt von überall, die Experten, Experten, Tierschützer, sind auch Menschen. Ich habe gesehen, Paul Watson ist auch ein Idol von mir. Ich habe immer Paul Watson gesehen und ich wollte schon auch zeitmäßig, jetzt nicht geplant, die Nordpolarmeer gehen, der schützt dort die Wale. So wie gesagt, heutzutage gilt es nicht nur etwas reden, sondern auch machen. Der hat die japanische, halbe japanische Flotte versenkt, damit Buttersäure draufgeworfen. Von 1000 Wale rettete 700, 800 Stück und auf dem haben sie auch geschossen. Und ich sage immer, man braucht Menschen, die ihre Ideale auch umsetzen, nicht nur reden. Und es sind auch manche Menschen, die sind so überzeugt, die können ich weiß, keinen Sturm stoppen, keinen was auch immer, sondern die werden ihr Ding machen. Und kannst du mir erzählen, ein paar Menschen, die du getroffen hast da? Paul Watson war natürlich sehr, sehr inspirierend, das Treffen. Wir haben ihn bei sich zu Hause in Vermont getroffen, weil er wird ja auch, glaube ich, in Europa immer noch steckbrieflich gesucht von Interpol, kann also nach Europa zurzeit gar nicht einreisen. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch und ich habe vor allen Dingen auch die Energie gespürt, weil ich einfach gespürt habe, der Mann tut einfach Dinge, der macht. Und was ich persönlich überhaupt nicht mag, sind Menschen, die sagen, da müsste man mal oder da könnte man mal. Na, entweder machst du es oder du machst es nicht. Triff eine Entscheidung. Beides ist okay, aber nicht dieses, da müsste man mal irgendwann. Wir hatten Dr. Jane Goodall, die wir dann in der britischen Botschaft in Wien interviewt haben. Die Dame ist ja mittlerweile auch schon 82, 83 Jahre alt, hat durch ihre Arbeit mit Schimpansen, aber auch durch ihre Naturprojekte eine ganz, ganz tiefe, schöne Weisheit erlangt, die in ihren sämtlichen Worten, die sie wiedergibt, sich dann auch widerspiegelt.
Wir haben Menschen, die sich mit Recht sehr gut auskennen. Wir haben Dr. Antoine Götschel, der war früher Tierrechtsanwalt. Der Kanton Zürich in der Schweiz hat sich mal einen Tierrechtsanwalt geleistet. Mhm. Und der hat Strafverfahren im Namen der Tiere gegen Tiermisshandler geführt. Und wir haben aber auch Menschen, die zum Beispiel an Santuario, an Gnadenhof in Spanien leiten und aufgebaut haben, die einfach mit dem Herz dabei sind, die unter anderem ein Schwein gerettet haben, dessen Hinterläufe und das Becken gebrochen waren und was nicht mehr laufen konnte. Und die haben diesem Schwein eine eigene Reha-Station gebaut und bringen dem jetzt mit so einer kleinen Schubkarre wieder Laufen bei. Ja, also wahrscheinlich durch diesen Schwein, das hat nicht Wirkung nur auf den einzigen Schwein, sondern auf Bewusstsein der Menschen. So wie du sagst, wir müssen das Bewusstsein der Menschen bewegen, um etwas zu machen durch Beispiele. Und dann finde ich den Film, ich habe einen Teil von dem Film schon gesehen, das sieht toll aus und ich sehe auch nicht, ist kein Drama daraus gemacht, was Tiere leiden, sondern einfach die Tiere gefilmt in der Umgebung, was sie eigentlich wollen von uns, was sie eigentlich, so, ich finde den Film richtig, geht ans Herz. Ich habe auch geweint, obwohl ich weiß, Weinen ist keine Schwäche, ist, sondern kann auch manchmal Stärke sein, indem man Gefühl zeigt, was heutzutage in der Gesellschaft mir zu wenig an Gefühl fehlt. Die Menschen, jedes Starr, jedes irgendwie und eigentlich lass das Leben fließen. Ja. Eben. Also so sind wir Menschen. Wir Menschen sind so gemacht, dass wir weinen können. Also muss da ja irgendwas Gutes drin sein. Warum sollen wir es also unterdrücken? Ich habe beim Dreh auch ein paar Mal geweint. Auch als ich dann, wir haben von Peter Germany, haben wir sehr, sehr viel Footage-Material bekommen, was wir verwenden dürfen. Und als ich das gesichtet habe, da habe ich schon ganz furchtbare Dinge gesehen, die ich noch nicht mal kannte. Und wir haben uns dann aber im Schnitt irgendwann an einem Punkt entschieden, dass wir an 2, 3 Stellen, gar keine blutigen Sachen, aber wir müssen 2, 3 Mal kurz zeigen, was so passiert, wie zum Beispiel dann so 10 oder 20.000 tote Küken mit einer Schaufel in einen Müllcontainer geschippt werden, um zu verstehen, was das für ein Ausmaß hat. Wir wollten aber nicht so einen Film machen, wie es auch viele gibt, wo du dann siehst, wie Hunde beim lebendigen Leibe gehäutet werden und so weiter und so weiter. Weil, was tun diese Filme? Die schrecken ab. Derjenige, der sowieso schon überzeugter Tierschützer ist, sagt, ja, das ist wirklich schlimm. Und derjenige, der keiner ist, der sagt, das mache ich weg, das will ich gar nicht erst sehen. Solche Filme machen Menschen als ohnmächtig, wenn zu viel Gewalt, zu viel Dinge. Die Menschen sind ohnmächtig, bemerken können nichts, weil sie eigentlich auch keine Erfahrung in Sachen Tiere haben. Die wenigsten haben Erfahrung. Ich habe auch viele Tiere, habe fast 180 Tiere bei mir zu Hause angefahren. Hunde, Katzen, Hühner, Gänse. Ich habe gesagt, ich gönne deine Tiere den ersten bis zum letzten Atemzug. Ich habe gesagt, nicht nur der Mensch hat das Recht, das zu machen. Und darum setze ich mich für sowas ein. Und in Sachen Pflanzen bin ich auch gut unterwegs, weil kommt ein anderes Projekt, was wir zusammen machen wollen. Und darum sage ich das. Ich finde toll, dass wir die Synergie gefunden haben, dass wir zusammen das machen und wir ergänzen den einen den anderen. Und ich bemerke, praktische, du bist so Filmemacher und bist immer bereit, deine tolle Szene zu drehen. Und darum. Aber wie hat deine Familie das mitgenommen? Weil das ist auch nicht einfach, mit deiner Familie einfach da dick und dünn zu reisen und das auch nicht. Komm, wir steigen jetzt aus der Wohnung aus und gehen direkt in den Wohnwagen rein und der Alltag und irgendwann. Man ist eng aneinander und so und deshalb wird deine Familie das aufgenommen. Und deine kleine Tochter, habe ich gehört, ist nur 1,5 Jahre oder 1,5 Jahre, weil wir begonnen haben. Als wir begonnen haben, war sie 1,5 und wir haben damals ein Experiment gemacht. Wir haben gespürt, dass wir los müssen. Wir müssen die Welt ändern. Wir haben aber auch gemerkt, wenn wir in Berlin bleiben, dann werden wir viel reden. Wir werden ganz viele Petitionen im Internet unterschreiben und dann ein gutes Gewissen haben. Wir werden aber nichts machen. Und wenn wir machen wollen für den Planeten, müssen wir auf dem Planeten unterwegs sein. Dann habe ich gesagt, okay, Tatjana, jetzt machen wir mal eine Pro- und Kontraliste, wie man das so macht. Vorteile, Nachteile, wenn wir tatsächlich in ein Wohnmobil umziehen und alles hinter uns lassen, unser altes Leben. Und kurz bevor wir es gemacht haben, haben wir gesagt, nee, stopp, dann wird das ja eine Gehirnentscheidung und keine Herzensentscheidung. Wir wollen doch eine Herzensentscheidung treffen. Also Papier weg, Stifte alles weg. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben so eine rote Keramikschale in die Mitte zwischen uns beim Sonntagsfrühstückstisch gelegt. Jeder hatte einen goldenen und einen schwarzen Stein. Gold heißt ja, schwarz heißt nein. Und haben gesagt, werden wir hier alles aufgeben und als Familie in ein Wohnmobil ziehen? Stille. Stille. Uns wurde bewusst, was hier gerade passiert. Und dann war meine Frau die Mutigere. Die hat dann ihren goldenen Stein reingelegt. Dann habe ich nachgezogen, meinen auch. Und dann war es entschieden. Und dann haben wir das getan. Und natürlich, dann, du hast ein Wohnmobil, wo dann alle, auch noch unsere beiden Chihuahuas, die auch immer dabei sind,
sind alle in dem Wohnmobil und wenn du sagst, Bonnie, so heißt unsere kleine Tochter, geh sofort auf dein Zimmer, dann ist es das gleiche Zimmer, wo du auch bist, weil es gibt nur ein Zimmer. Und du wirst natürlich auf so einer Reise sehr stark auf dich selbst zurückgeworfen, weil du hast nicht mehr abends in die Kneipe gehen mit deinen Kumpels, du hast nicht mehr, ich gehe da ins Büro oder ich gehe da zu dem und dem Kunden und so weiter, sondern verbringst sehr, sehr viel Zeit mit dir selber und hast keine Möglichkeit der Zerstreuung oder sonst was. Du lernst dich selber kennen. Du lernst dich selber kennen und das tut weh. Das tut sehr weh. Ich kann es jedem empfehlen, das zu tun, sich selber besser kennenzulernen, aber das ist nicht immer lustig. Natürlich. Ich habe selber im Wohnmobil jahrelang, habe auch meine Tiere gehabt, meinen Hund gehabt, den grünen Leguan auch dabei gehabt. Da habe ich gesagt, ich musste auf FKK-Stand gehen, wie ich jahrelang, 14 Jahre auf FKK-Stand, habe ich müssen nach der Ausziehung des Hundes wegen, weil woanders nicht, dann bin ich alle zwei Stunden drauf, habe einen Thermostat vom Leguan, sodass ich weiß, was bedeutet, Tiere zu haben, aber es dreht sich nicht um Tiere zu haben, sondern Verantwortung zu übernehmen. Und was dieser Film zeigt, Verantwortung nicht nur für eigene Haustiere, sondern für die ganzen Tiere der Welt. Verantwortung übernehmen, nicht nur mein eigenes Tier, weil jeder wäre bereit, für mein Tier würde ich alles machen. Die anderen mehr oder weniger kann ich überlassen. Nein, wir sollten sehen, dass die ganzen Tiere auf dem Planeten, dass wir alle Verantwortung übernehmen für diese Tiere. Und wie beeinflusst der Raum, ihr Lebensraum, wir nehmen ihn weg. Und dann staunen wir, dass die Tiere mal angreifen. Folgendes Mal so Szene gesehen, so amerikanischen Film, hat Gepard angegriffen, den Regisseur, der gefilmt hat, in der Serengeti, sie haben eigentlich bedrängt in seinem Lebensraum, da sind sie mit dem Auto rübergefahren. Solche Filme finde ich richtig, eigentlich auch die Menschen, die sowas machen. Man stört die Tiere und darum sage ich, dieser Film Citizen Animal zeigt, dass die Menschen mit ganz einfachen Sachen mehr Verantwortung übernehmen können in ihrem Umfeld, so wie du sagst, in kleinen Gemeinden, wo die Tiere schon als Bürger angesehen sind, finde ich richtig toll. Und das sind Aspekte, die in keinem Film bis jetzt gezeigt worden sind. Alle Filme zeigen, lästern über etwas, das war's, Kamera aus und erhoffen, dass die Leute was machen. Solche Filme werden nichts bewegen und darum finde ich, dieser Film wird die Menschen irgendwie im Herzen berühren und auch Kinder. Und es ist ein Film, der nicht nur für Erwachsene ist, sondern von A bis Z die Jugendliche und alles, die können einfach zuschauen. Und bei den meisten Filmen ab 16, ab 18, wie auch immer, ab 14, das tut die Jugendliche ausgrenzen. So wie ich sagte, die Jugendlichen müssen auch mit ins Boot genommen werden. Darum finde ich toll, auch die Sequenz mit deiner Tochter da von Gibraltar mit den Affen, wo das gedreht wurde, finde ich auch richtig toll. Und wie Politik Tiere schamlos ausnutzt, das sind die Tiere, um eine Enge zu halten, ein Gibraltar zu halten. Darum finde ich so Multikulti den Film. Und wahrscheinlich wird er auch gut ankommen, kommt er auch in zwei Sprachen, oder? Der Film kommt erstmal in Deutsch und Englisch auf den Markt, unter Umständen dann sogar noch in Spanisch, weil wir viel auch in Spanien gedreht haben und natürlich dann auch für Südamerika. Vielleicht wird es sogar eine russische Fassung geben. Und das nächste Projekt, was werden die nächsten Projekte sein nach dem Citizen? Wir haben beim Dreh von Citizen Animal, wir haben viele Menschen kennengelernt, die haben gefragt, was wir tun und dann gab es viele Diskussionen, wo wir immer wieder festgestellt haben, wenn die Fleischesser zu uns Veganern, zu uns Pflanzenessern sagen, ja, dann esst ihr ja auch Möhren, die haben ja auch Schmerzen, dann dürftet ihr das auch nicht mehr. Dann kommen wir gleich in so eine abwehrende Haltung und sagen, nein, jetzt hör mal auf, mach dich nicht lustig über uns. Und irgendwann kam aber der Gedanke, so lustig ist das eigentlich gar nicht. Es gibt den Begriff des Speziesismus, der so seit ein, zwei Jahren immer wieder hochkocht. Was bedeutet, dass du wie im Rassismus wirst du aufgrund deiner Rasse diskriminiert, beim Sexismus aufgrund deines Geschlechts. Beim Speziesismus werden die Tiere diskriminiert, weil sie zu einer anderen Spezies gehören. Das ist ja eine willkürlich gezogene Linie. Und jetzt sagen wir, die wir völlig zu Recht, wie ich finde, die Tiere mit reinholen wollen in unser Boot, wir erweitern diese Linie und ziehen sie hinter den Tieren. Ja, und dann bleiben die Pflanzen außen vor. Das ist ja auch nicht gerecht. Also müsste man doch die Linie noch weiterziehen und die Pflanzen an Bord holen. Und vermutlich irgendwann auch die Mikroorganismen. Ja, und dann geht es weiter mit Stein, Mineralien, Wasser und so weiter. Deswegen haben wir das, im Moment ist eine Trilogie, vielleicht wird es viel mehr Teile geben, die heißt One Planet, One Family. Mhm. Und von dieser Reihe ist Citizen Animal der erste Teil, Root Republic, der Film über Bäume, der zweite Teil. Und wir wollen einfach auch zeigen, ja, guck mal, dieses ganze Leben, was es auf dem Planeten gibt, das ist eins, das gehört zur Familie, ob uns das passt oder nicht. Und ohne diese Familie könnten wir gar nicht leben. Also müssen wir auch anfangen, sie zu behandeln wie Familie. Ja, ich sage auch immer, die meisten Menschen sehen, ich weiß, alles in den Kleinen, sie drehen in den Hamsterrad, aber ich sehe, was ich bei meinen Vorträgen sage, wir sind eine ganz große Familie auf dem Planeten. Es wird nicht mehr und nicht weniger geben. Mhm. Es werden wahrscheinlich auch keine Außerirdischen uns retten. Wir müssen es schätzen, was das heißt. Wir können es weiter bekriegen, alles zerstören oder wir können teilen unser Wissen, unser Mitgefühl den Pflanzen, den Tieren gegenüber und dadurch wird sich die Welt ändern. Und dann für solche Filme sind eigentlich markant für die Weltgeschichte und die solche Filme bewegen die Menschen überhaupt. Auch die ganzen Menschen, die dahinter stehen, wir sind jetzt ein Team, sind mehrere Menschen, Weltenwandel macht mit, sind auf. Kannst du noch ein paar
Menschen, die mitmachen als Sponsoren und sowas. Peter und... Wir haben Peter Germany dabei, wir haben Sea Shepherd dabei. Sea Shepherd Deutschland wird uns jetzt auch bei der Kinotour ordentlich unterstützen. Wir haben die Gnadenhöfe von Pro Animale mit dabei, die uns unterstützen. Es sind sehr, sehr viele dabei. Wir haben auch von der veganen und vegetarischen Presse haben wir verschiedene Magazine dabei, die uns unterstützen, weil uns alle eint, dass wir etwas für die Tiere und darüber hinaus eigentlich für alle Lebewesen tun wollen auf dem Planeten, deren Rechte wir derzeit mit Füßen treten. Ja, ich finde das richtig toll und deshalb mache ich euch mit als Produzent vom Film und werde auch bei den anderen Filmen mitmachen und wahrscheinlich schaffen wir es, den Menschen zu zeigen, wie wichtig eine Pflanze ist, wie wichtig ein Tier ist, wie wichtig vielleicht ein Mikroorganismus ist, weil wir sind ja voll mit Mikroorganismen, wir sind selber ein lebendiges Wesen, wir sind als Mensch, aber eigentlich sind uns Millionen, wenn nicht Milliarden kleine Mikroorganismen, mit denen zu arbeiten und zu dem machen, weil wir, haben wir ein Interview gehabt und habe ich mit der Peggy Rocktischl gesagt, wir reden miteinander, ich weiß, wir reden auch, wir zwei, ich hauche deine Zellen, du hauchst meine Zellen ein, riesigen Dings, wir sind im Stand, uns gegeneinander die Zellen einzuhauchen, aber sie nicht im Stand, hintereinander auf derselben Ebene zu reagieren, das ist wie verschieden ist. Warum? Weil ich, so wie ich sage, jedem die Erfahrung zählt, die Erfahrung, du hast Erfahrung als Filmemacher, bist auch ganz weit, die meisten Filmemacher, ich mehr oder weniger, sind in Naturfilme vielleicht, ich weiß, Verwirklichung oder Ding, aber du siehst das als deine Mission, auf dem Planeten etwas zu bewegen, du und deine Familie, und das finde ich richtig toll und Hut ab vor so etwas und noch mehr, wünsche ich mir noch mehr von dir. Okay. Und zum Schluss, willst du noch etwas sagen oder deine Message, was würdest du dir wünschen als Regisseur von diesem Film? Was soll dieser Film in dem Herzen der Menschen bewegen? Eigentlich genau das. Ich möchte, dass der Film die Herzen der Menschen öffnet. Ich möchte mit diesem Film nicht sagen, ihr da draußen, ihr müsst jetzt alle sofort vegan werden und ihr, die ihr Fleisch esst, seid alle böse und so weiter. Ich möchte auch nicht sagen, die Menschen, die diese Massentierhaltungen betreiben und die ganzen Küken schreddern und so weiter, das sind böse Menschen. Das stimmt nicht. A, bringt es uns nicht weiter und B, stimmt es einfach nicht. Ich habe früher Fleisch gegessen. Mein Lieblingsessen war Cordon Bleu mit Hackfleischsoße, also Fleisch mit Fleisch gefüllt und Fleischsoße obendrauf. Und wer bin ich da, den ersten Stein zu werfen? Mir geht es darum, dass die Herzen der Menschen sich ein klein wenig öffnen, dass sie den Gedanken zulassen, dass die Tiere, dass das Leben eines Tieres vielleicht genauso viel wert ist wie unser Leben. Allein wenn man nur diesen Gedanken zulässt und den mal im Kopf ein bisschen rumlaufen lässt, dann hat der Film alles erreicht, was er erreichen will. Ich sage, die meisten Tierzüchter und alles, die kennen nur den materiellen Aspekt des Tieres, aber kennen nicht die 24 Stunden, die das Tier einfach verbringt. Und der sieht nur den Profit, dieses Tier bringt halt den Profit oder was auch immer. Und dann sage ich, jedenfalls müssen die Menschen den ganzen Ablauf der Tiere kennen. Und sie manche Leute züchten Tiere, aber kennen die Tiere einfach nicht. Und deshalb finde ich es voll in Ordnung. Und wir werden richtig Gas geben. Ich werde mich auch voll einsetzen. Ich habe auch viele Vorträge und ich werde richtig die Werbetrommel drehen und. So, ich sage, ich habe selber Tiere, ich bin einer von ihnen sozusagen. Ich bin voriges Mal war in Sendung, haben gesagt, ja, Franz, Sie haben ganz breite Füße. Ich sage, ja, wir sind vom Affen rüber mutiert zum Menschen, ich mutiere vom Menschen zum Affen. Ich werde zum Schimpanse. Vielleicht ein Jane Goodall-Projekt würde ich gut reinpassen. Als der erste Mensch, der einfach sich als Tier fühlt. Okay. Nochmals vielen Dank, dass du daher gekommen bist. Die lange Reise von Mexiko, der wahrscheinlich war nicht, ich weiß, eine Stunde, zwei Stunden, richtig Stress, aber ich glaube, das wird die Menschen richtig beeindrucken und ein Hoch auf den Film. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt zum Ende der Sendung für euch, den Zuschauern, den Trailer von Citizen Animal. Hoffentlich berührt er euch tief im Herzen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Wir Tiere. Wir liebten das Leben. Wir liebten unsere Freunde. Und wollten in Gesellschaft sein. Wir liebten unsere Freiheit. Wir vermissten unsere Mamas. Und wir suchten Geborgenheit. Wir weinten. Und wir tanzten.
Aber ihr Menschen sagtet immer, es ist ja nur ein Tier. Seid ihr auf einem Auge blind?